Gran Turismo auf zwei Rädern. So lässt sich die Riding Spirit Serie wohl am besten beschreiben. Der zweite Teil der Motorradsimulation bietet neue Strecken und neue Bikes. Ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Das gilt besonders für die anspruchsvolle Steuerung. Denn wenn man nicht gerade den Arcade-Modus wählt und mit Bremshilfe und deaktivierten Stürzen über die Piste heizt, ist es ziemlich schwer, die Bikes zu kontrollieren. Ein guter Tipp: Bevor man sich auf ein Motorrad schwingt, sollte man sich erst die Lehrvideos ansehen. Und danach selbst den Trainingsparcours besuchen. Hier lernt man, mit den Mopeds richtig umzugehen. Was sich dann spätestens im Riding Spirit Modus, dem Herzstück des Spiels, auszahlt. In den Rennklassen müsst ihr zeigen, was ihr drauf habt. Jeder Sieg bringt Geld. Und damit kauft man sich neue Maschinen oder rüstet die alten Mühlen mit neuen Bauteilen auf. Dem Schrauberherz sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das gilt auch für die individuelle Einstellung der Motorräder selbst. Riding Spirit 2 ist eine durchaus gelungene Motorradsimulation mit jeder Menge Tiefgang. Allerdings nur, wenn man sich nicht von dem knackigen Schwierigkeitsgrad, dem Grafikflimmern und dem blechernen Motorensound stören lässt.